Sehr geehrtes Publikum. Schön, dass du da bist. Überraschend. Ich freue mich sehr über den heutigen Überraschungsgast. Der Mann ist von Beruf etwas sehr Modernes, muss man sagen. Er ist von Beruf NPC. Und damit ist er das erste Mal als NPC in einer echten Fernsehsendung. Und du kannst ihn jetzt kennenlernen. Hier ist Minimal Mehr. Doch, ist ein Platz. Du hast gar keine Ahnung, was es ist. Ja, also ich könnte jetzt hier so rumlabern, ja. Aber ich glaube, ich habe hier so, kriege ja hier so Fragen. Ich würde mich jetzt an denen mal orientieren, weil ich den Eindruck habe, wir kommen so besser ins Thema. Ja, ja, eine gute Idee. Ja. Also, was machst du? Also, ich bin NPC. Ja, gut. Genau. Und Endeffekt, ganz grob zusammengefasst, ich mache TikTok-Livestreams. Ja. Und ich krieg Geschenke. Ja. Und pro Geschenk mache ich eine bestimmte Aktion. Immer wieder gleich. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe dich noch nicht gesehen, aber ich habe jemand anderes gesehen, dass man immer nur so eine Bewegung macht, die immer wieder, als wenn das so glitscht. Je nachdem, was du bekommst. Also es gibt verschiedene Geschenke. Du kannst eine Rose bekommen, du kannst ein Gang-Gang bekommen. Ein was? Ein Gang-Gang. Ah ja. Oder ein Ice Cream. Ja, das habe ich verhört, aber ja. Wir können uns das mal ansehen, wie das aussieht, wenn er seinen Beruf ausübt. Schau mal hier. Ah ja. Danke für die Rose, Gang-Gang. Gang, 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 gang. Danke für den Scher, ein Fuchs. Danke für den Scher. Hallo, Matti. Okay, das ist alles, ja. Und also, was ich ja wirklich erstaunlich finde, ich habe ja auch immer Probleme, meinen Eltern zu erklären, was ich so vom Beruf mache, ne? Und dass man damit dann wirklich Geld verdienen kann und so, ne? Ja. Aber man kriegt ja Geld dafür, ne? Ja, richtig, ja. Ja, ist eine Arbeit. Safe, ja. Also man kann es theoretisch auch einfach als Schauspiel bezeichnen. Ich finde es gar nicht so uninteressant. Also ist irgendwie eine Art Kunstform so? Ja. Die natürlich weird ist, ne? Ja, findest du das selber eigentlich auch weird? Natürlich, also ich habe ja selber das vorher bei jemand anderes gesehen. Ja. Ich bin da länger drin hängen geblieben. Ich habe das wirklich 10 Minuten durchgeguckt und es hat wirklich einfache Aspekte, die ich gucke das jetzt nicht in meiner Freizeit oder sowas, ne? Aber wenn ich da mal reinschaue, dann triggert mich das schon so. Es ist irgendwie faszinierend, weil man guckt sich das an und denkt, was ist da los? Und dann denkt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, das will ich auch mal machen. Das wird sich aber heute ändern, Klaas. Heute wirst du denken, das will ich auch mal machen. Bitte? Vor allen Dingen können wir dich gleich mal in Aktion sehen. Das, kannst du nämlich mal schauen, wie das genau geht? Weil Minimal Mehr wird jetzt hier mal einen Livestream machen. Jetzt live in der Sendung. Ja. Und danach darfst du mit dem Late Night Berlin TikTok-Account das auch mal ausprobieren. Ist das was? Cool. Ja, finde ich auch. So, das heißt, wir gehen jetzt mal rüber, oder wie? Ja. Ja, na, dann komm. So. So, was ist jetzt hier los? Ja, das jetzt. Also rechts ist dein Stream, Klaas. Links ist dein Stream, Minimal Mehr. Und Minimal Mehr kann ja mal ein bisschen zeigen, wie er das macht. Und du kannst ja schon mal gut aufpassen, weil du musst ja hier auch ein bisschen Knete gleich finden. Ja, Moment mal, ich will jetzt einmal kurz, darf ich noch was fragen kurz? Du lächelst schon wieder so seelenlos da rein. TikTok-Lächeln. Ja? Mit deinem Geld reinkommen. Mit deinen toten TikTok-Augen. So, und die, aber jetzt ist so, weil ich will ja auch Geld verdienen jetzt damit, ne? Weil deswegen machen wir das ja hier, ne? Ja. Es geht immer nur ums Geld, ja. Ja. Am Ende soll es Spaß machen, aber natürlich, und es soll nicht anstrengend sein, aber klar, die Knete muss stimmen. Aber wenn man jetzt Rosen kriegt, warum geben die mir das und was haben die davon? Also, wie gesagt, das sind mehrere Sachen. Manche Leute, die hassen einfach nur, komischerweise sind manchmal Leute auch dabei, die hassen und trotzdem was senden. Viele Leute fetischisieren das auch. Ja, und, ist okay. Manche Leute, ja, gibt auch Familien, die mir schon geschrieben haben, die Kinder, die das gerne gucken. Und für die ist das einfach eine Unterhaltung. Die Kinder? Die Kinder? Man kriegt ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn die eine Folge Checker Tobi zu viel gucken. Wie viel Geld verdienst du damit, wenn ich da jetzt mal so fragen darf?
Im Monat? Also in den besten Zeiten, wo ich das auch noch regelmäßig gemacht habe, war das im Monat 13.000. Aber halt auch wirklich, wenn ich regelmäßig halt. Ja, klar. Da habe ich auch viermal am Tag halt gelivestreamt. Aber ja, gut, andere gehen auch jeden Tag zur Arbeit, ja. Aber das ist ja verrückt, ne? Ja, also ist schon, ich will das auch nicht runterreden, das ist tot, das ist krass. Also, ja, ja, ja. Du kommst aus der Zukunft, wirklich. Wirklich? Als hätte mir beim Demolition Man mich gerade wieder aufgetaut. So, okay, jetzt dann, komm, wo ist die Knete? Ja, okay, ich würde sagen, ich kann ja einfach mal anfangen. Ja. Ich kann ja so ein bisschen zeigen. Ja, mach mal. Danke für die Rate, 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 willkommen im Team, danke für die Rate, 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 gang, 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 die, danke für die Rate, willkommen im Team, wir machen Radio, gang, 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 gang. Gang, gang. Danke für die Rate. Das ist gut, danke irgendwie. Für die Rate. Irgendwie ist gut, oder? Willkommen im Team. Ein Herz. Was müssen wir machen damit? Danke für die Rate. Ja, super. Also, toll. Also ich verstehe. Ich sehe mehrere Sachen. Ich sehe mehrere Sachen. Ich verstehe, dass das irgendwie faszinierend ist. Mich fasziniert. Ich habe auch hier gesehen, bei allen, dass das irgendwas auslöst. Ne? Und zwar sofort, sofort. Und natürlich hat man auch dieses, dass es einen triggert. Das hatte ich auch jetzt gerade. Negativ oder? Beides. Weil ich kenne dich ja jetzt. Wenn ich dich jemand nicht kennen würde, wär's mir ein Stück weit unsympathisch. Ja. Ja. Aber jetzt kenne ich dich und irgendwie mag ich dich. Und dann denke ich mir, ja, warum nicht? Jeder, wie er meint. So, ne? Ja. So bin ich dann drauf. Weil ich immer denke, netter Typ ist immer mehr wert, als was sie machen. Ne? Aber ich verstehe auch, dass du sagst, also das ist auch schon gar nicht so leicht verdientes Geld. Also das nehme ich jetzt auch noch mal zurück. Ja, ja, es ist es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ich kann das auf keinen Fall so machen, weil ich mich zu Tode schäme. Ich helfe dir. Echt? Da bin ich überrascht. Dass das nichts für dich ist, Klaas. Du bist ein Teufel. Das ist nichts für dich. Du bist ein Teufel. Sag doch mal danke für die Rose oder Gang Gang. Du Teufel. Sag doch mal. Ey, du hast gar nicht ruhig anfangen. Du hast gar nicht Rose gesagt, du hast Rate gesagt. Oder das Rote. Das ist mit der Zeit entstanden, aber du kannst, ich habe am Anfang auch das sehr leicht gemacht. Du kannst erst mal so ganz langsam machen. Das soll ja hier auch nicht so akademisch nur so ein Gespräch darüber werden. Mach mal so, das ist ja schon sehen auch. Du Teufel, geh auf deinen Platz. So, weißt du? So ganz soft einfach. Ja, komm, ja, machen wir mal für Anfänger. Da sag mal, wie. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Und dieses Gang Gang soll er sagen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Soll er sagen. Meine Güte, ey. Soll er sagen. I'm not your monkey. Ja. Stark für den Anfang. Gut, ne? Ja. Also. Was muss ich machen? Die Kleinen erstmal. Genau, ja. So. Also, man muss immer gleich machen. Ne? Ja, hör mal auf, da jetzt immer reinzukichern. Ich mache hier meine Arbeit für die Rose. Ja, du verdienst da Geld. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Gang, gang. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Gang, 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 gang. So. Stark. Gut, ne? Klar, gelernt ist gelernt. Ich muss schon sagen, also sind 20 Jahre Joko und Klaas haben mich doch ein bisschen resistent gemacht gegen also gewisse. Kann man schon sagen, gegen gewisse Karrierewechsel steht auf jeden Fall. Oh! Ich habe hier so ein Herz auf dem Kopf gehabt. Was sagt man da? Danke. Gang Gang. Minimal mehr. Könntest du mal unseren Stream stoppen, dass sie noch einmal. Oh, ey, da, ich könnte haben. Richtig geldgeil werden und dann mache ich das einfach drei Stunden nachts. Es Wer hält mich auf? Niemand. Das steht auch in meinem ProSieben-Vertrag, steht nicht drin, dass ich hier Gang Gang nicht machen darf. Ich kann einfach so viel Geld machen, wie ich will hier. Wo ist Klaas? Der macht einen Gang Gang. Ja. Der macht wieder die ganze Nacht Gang Gang. Steht die so. Ganze Zeit vor dem Bildschirm. Ja, das macht nichts. Das ja, kann man noch, machen wir noch einen kleinen Kassensturz und dann ist auch rum. Ja, okay, so, mach aus jetzt und dann kann man sehen, wie viel Geld wir haben. Oh, da wird man genau, süchtig nach. Boah, das war ja nur 5 Minütchen. $3 für, na ja. Ja, immerhin. Ja.
Das ist gut, ja. Kann man drauf aufbauen, auf jeden Fall. Du, also 3 Euro in der Zeit. Also ganz ehrlich, ich gehe auch jede Woche mit meinem Säckchen da zum Pfandautomaten. Da frage ich auch nicht nach. Weißt ja, aber die hast du ja voll bezahlt, die Pfandflasche. Ja, richtig, das stimmt. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Ja, danke. Dankeschön. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, musst ihr ja selber wissen.